Nacken, Rücken, Schulterschmerzen und so weiter sind heutzutage so weit verbreitet und werden oft als, sage ich mal, normal angesehen, obwohl sie es eigentlich nicht sein sollten. Deswegen möchte ich mal heute 4 Übungen mit euch teilen, mit denen du ganz einfach deine Beweglichkeit, deine Mobilität ganz einfach testen kannst, damit du dir einfach ein Bild machen kannst, wo du denn aktuell stehst, wo du gegebenenfalls drauf aufbauen kannst. Und die ganzen Übungen, die kannst du ganz einfach ohne Equipment zu Hause eigentlich durchführen. Also würde ich sagen, wir legen direkt los. Hi, und für alle, die neu auf diesem Kanal sind, ich bin die Annika von Let's Do Fit. Ich arbeite als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und helfe Menschen dabei, ihre gesundheitlichen und körperlichen Ziele zu erreichen. Für die erste Übung testen wir die Beweglichkeit bzw. die Dehnfähigkeit in deiner Beinrückseite. Und zwar ist es ganz wichtig, einfach für den Alltag, dass wir schön beweglich sind, dass wir uns beugen können. Ich mache die Übung jetzt hier mit der Matte. Und zwar die sogenannte Rumpfbeuge. Und zwar winkelt ihr die Füße an, die Zehen an. Ihr könnt es sehr gerne barfuß machen. Habt eine gerade Körperhaltung. Allein das kann schon vielen relativ schwer fallen, einfach einen geraden L-Sitz, sage ich mal, hinzubekommen. Und dann versucht ihr, ihr könnt es gerne einbeinig machen. Das heißt, ein Bein legt ihr an und ihr begebt euch mit dem Oberkörper auf die Seite und dehnt quasi eure Beinrückseite. Und schaut, dass ihr eure Zehen, euren Fuß zumindest kurz berühren könnt. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite. Da kann auch sehr gut sein, dass ihr eine schwächere, eine stärkere Seite habt. Das ist bei mir auch der Fall. Die Beinrückseite ist bei mir auch noch eine Schwachstelle, sage ich mal, und muss wirklich täglich geübt werden, dass ich da einfach beweglicher bin. Ich habe jetzt heute auch Muskelkater, ist natürlich auch nicht gerade von Vorteil. Für Übung Nummer 2 muss ich hier im Wald ganz kurz etwas auf Suche gehen. Und ich würde sagen, da nehme ich euch einmal ganz kurz mit. Stunden später und 3 Grad wärmer stehe ich jetzt hier ohne eine Möglichkeit, meine Übung auszuführen. Ich habe euch gesagt, ihr braucht dazu kein Equipment für die zweite Übung. Gegebenenfalls doch, vielleicht findet ihr daheim was. Ich habe mich im Wald jetzt hier tatsächlich etwas schwer getan. Und zwar habe ich einfach nach einer Hängemöglichkeit gesucht. Jeder Ast ist entweder zu dünn oder zu weit oben. Deswegen, ich blende euch die Übung trotzdem hier im Nachhinein noch ein. Aber stellt euch mal einfach vor, dass ich jetzt quasi an dem Baum hier hinter mir dranhänge. Und zwar haben wir hier eine ganzheitliche Übung, die sehr, sehr effektiv ist, die sehr unterschätzt wird. Und zwar wird der gesamte Körper einfach auf Länge gebracht. Die Brustmuskulatur, die Schultermuskulatur, der Rücken, die Bandscheiben werden einfach mal auf Länge gebracht und können einfach mal entspannen. Und außerdem ist es auch sehr, sehr wichtig für unsere Handgelenke. Die Handgelenke, die sollten eigentlich die Möglichkeit haben, unsere Grifffähigkeit sollte die Möglichkeit haben, unser gesamtes Körpergewicht tatsächlich zu tragen. Und wenn du daheim keine Möglichkeit hast, dich irgendwo hinzuhängen, dann gibt es in den meisten Fitnessstudios sich irgendwo hinzuhängen. Man kann sich aber auch ganz günstig einfach daheim Klimmzugstangen zulegen oder ja, werdet kreativ, ihr werdet sicherlich eine Möglichkeit finden. Und falls ihr euch wundert, warum ich etwas gerötet bin, ich drehe hier bei 34 Grad, zwar im Schatten, es kommt auch ein leichter Wind, aber es ist wirklich sehr, sehr heiß. Deswegen lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da. Viele, viele meiner Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert und es ist für mich einfach ein kleines Feedback, eine kleine Rückmeldung, damit ich weiß, dass der Content bei euch gut ankommt, dass ich mehr solchen kostenlosen Content mit euch teilen kann, erstellen kann und so weiter. Deswegen unterstützt mich da gerne kostenlos und wir legen direkt los mit der nächsten Übung. So, in Übung Nummer 3 befinden wir uns, oder zumindest ich mich schon mal, und zwar ist es die sogenannte tiefe Hocke und hier haben auch viele, viele Schwierigkeiten, ist aber sehr, sehr wichtig, um einfach schön mobil zu bleiben, Verletzungen vorzubeugen und es ist eine super Übung und hier ist es ganz wichtig, dass die Fersen auf dem Boden bleiben. Das heißt, wir wollen hier nicht diesen Sitz, sondern wir wollen wirklich, dass die kompletten Füße auf dem Boden sind. Wenn ihr das nicht schafft, wenn es zu schwierig ist, dann könntet ihr auch starten mit
sogenannten Kniebeugen und ihr versucht einfach so weit es geht runter zu gelangen. Der Rücken ist schön gerade. Ich mache es nochmal von der Seite. Ihr könnt euch auch hier gerne einen Stuhl zur Seite nehmen, dass ihr quasi hier den Stuhl habt. Ihr setzt euch auf den Stuhl, berührt ihn kurz, geht wieder nach oben und versucht hier nach und nach so weit runter zu gehen wie möglich. Und dann habt ihr eine super Übung. Ihr könnt hier auch ein bisschen variieren. Das heißt, könnt mal versuchen, kann ich in der Tiefe hocken, vielleicht laufen. Kann ich gegebenenfalls auch gleich eine Hüftmobilität einbauen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Da gibt es viele super Übungen. Das verlinke ich euch gerne hier oben. Ihr könnt auch schauen, wie sieht es mit Thema Sitzen aus. Komme ich in den Schneidersitz? Klappt das ohne Probleme? Komme ich in den Kniesitz? Und so weiter. Bei Übung Nummer 4 testen wir, wie mobil, wie beweglich eigentlich deine Schultermuskulatur ist. Ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Viele neigen zu Schulterschmerzen. Und zwar machen wir ganz simpel, einmal kreisen wir die Schultergelenke. Und zwar machen wir einmal die Bewegung nach vorne. Und deine Arme sind so eng am Körper wie möglich. Und deine Arme sind ausgestreckt. Bei vielen sind die Arme gebeugt oder weit vom Körper weg, kommt vielleicht auch nicht ganz nach hinten, aber es ist eine sehr, sehr gute Übung, um einfach mal die Beweglichkeit in der Schultermuskulatur zu testen. Weil die Schulterblätter sollten sehr beweglich sein, sehr mobil sein. Einmal nach vorne und nach hinten. Der Kopf bleibt schön gerade. Und wenn du jetzt bei ein paar Übungen oder auch bei allen Übungen gemerkt hast, da habe ich schon große Schwierigkeiten, dann bitte lass den Kopf nicht hängen. Mobilitätsübungen, Beweglichkeit kann wirklich in jedem Alter, egal ob jung oder alt, ob du 30 bis 40, 50, 60, 70 bist, Beweglichkeit, Mobilität kann man üben, aber man muss es natürlich wollen und man muss es auch üben. Und wenn du dabei Hilfe möchtest, also wenn du deine gesundheitlichen, körperlichen Ziele ganzheitlich, nachhaltig angehen möchtest, dann informier dich gerne oder trag dich einfach für eine kostenfreie Erstberatung bei mir ein unter www.letstofit.de. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleib gesund, tu was dafür. Bis dann, deine Annika.